per E-Mail möglich? Ich bitte um kurze Antwort. Freundliche Grüße, E. Rodner. Sie sind bei mir falsch. Ich bin privat. Ich habe wörter@leike.com. Sie wollen zu wörter@leike.com. Sie sind schon der Dritte, der bei mir abbestellen will. Oh, danke für die Aufklärung. Grüße, E.R. Liebe Emmy Rodner, wir kennen uns zwar fast noch weniger als überhaupt nicht, ich danke Ihnen dennoch für Ihre herzliche und überaus originelle Massenmail. Verzeihen Sie die schriftliche Belästigung, Herr MFG Leike. Ich finde es spannend, dass Sie sich so auf einen Menschen einlassen können, den Sie gar nicht kennen. Danke, Emmy. Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Alles Liebe. Wollen Sie noch immer, dass ich Ihnen E-Mails schreibe? Ja, ich will, dass Sie mir weiter E-Mails schreiben. Ich bin süchtig nach E-Mails von Leo. Und nun zu Ihnen. Wie sehen Sie aus? Sagen Sie es mir, bitte. Was sagt eigentlich Ihr Mann dazu? Ich will eigentlich nicht von meinem Mann reden. Ach so. Und ich kann einfach nicht glauben, dass Sie mich nicht kennenlernen wollen. Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns persönlich begegnen, ohne es zu wissen. Wenn wir uns erkennen, dann wissen wir ja, wie wir aussehen. Und ich fürchte, Sie werden mir nicht gefallen. Bussi. Ebenfalls. Bussi. Schlafen Sie vielleicht? Nackt? Kommt drauf an, neben wem. Man muss ihn sehen. Und anfassen. Leo! Gute Nacht. Es hat keinen Sinn, was wir hier machen. Ich bin für Sie wie Telefonsex. Nur ohne Sex und ohne Telefon. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine angenehme Skiwoche. Schreiben Sie mir nicht mehr? Persönlich kennenlernen? Ja, natürlich. Wozu? Leo. Darf ich Sie umarmen, Emmy? Darf ich Sie küssen? Ich hab Sie sehr gern, Emmy.